Liebe Berlinerin, moin moin aus Hamburg. Wie ihr das gehört habt, ich komme aus Afghanistan. Afghanistan, ein Land, das sie in der letzten Zeit nur von Elend, nur von Terroristen, nur von einer Situation gesehen und gehört, wo man eigentlich es nicht vorstellen kann. Man denkt, man ist in Hollywood-Film. Taliban hat die Macht in Afghanistan wieder in der Hand. Ich möchte nicht sagen, dass die Taliban die Macht in Afghanistan erhöht hat, sondern dieses Land in der Hand von Taliban gegeben würde. Die Geschichte, wie Taliban geschaffen sind, wissen wir alle, darüber möchte ich nicht viel unterhalten. Aber ich frage mich, die Weltgemeinschaft, ich frage mich NATO, ich frage mich USA, was habt ihr in den letzten 20 Jahren in Afghanistan gemacht? Ihr seid doch mit Milliarden Geld von dem Steuer und Tax, von unserer Tax nach Afghanistan einmarschiert seid. Was war das Ergebnis? Nach 20 Jahren habt ihr Afghanistan in der Hand von einer Gruppe, dass die als Terroristen, als barbarisch genannt wurde, ohne alles abgegeben und habt ihr den Land verlassen? Könnt ihr, Frau Merkel, ich frage Kamala Harris, wirklich könnt ihr in der Nacht schlafen, wenn ihr denkt, dass die Frauen in Afghanistan wieder zu Hause gesperrt wird, dass die Frauen unter dem Namen Scharia nicht mehr arbeiten können, nicht in der Schule gehen können, nicht Universität besuchen können. Sogar, die können ohne männliche Begleit das Haus verlassen sollen. Könnt ihr wirklich schlafen? Sich ganz kurz, sekundenweise in der Platz von einer Frau, von einer afghanischen Frau in Afghanistan zu stehen. Taliban. Es wurde oft auch ihr gesagt oder es wurde auch oft so verkauft, dass die eigentlich unsere Kultur ist, wenn sowas beherrscht wird. Nein, das ist nicht unsere Kultur, wenn man redet, dass die Frauen kein Recht hat, wenn das durch einen Extremisten und Fundamentalisten unter dem Namen Scharia auf den Frauen also geteilt wird und wird hier als Kultur, unserer Kultur verkauft wird. Das stimmt nicht. Das wisst ihr alle. Und warum macht ihr eure Augen zu? Die Taliban, es wurde uns auch oft gefragt, warum wurde dieses Land ohne Widerstand, ohne Aufstand in der Hand von Taliban gegeben würde. Wisst ihr, vor 20 Jahren, als dieses faschistische Regime unter der Macht von Ghani Afghanistan beherrscht hat, der hat das alles vorgeplant. Der hat 300.000 Armee einfach so in der Hand von Taliban gegeben, dass der von oben nach unten so als kleine Kommandant seine Anhänger besetzt und als Taliban in Afghanistan einmarschierten, ohne Widerstand dieses Land von dem Staat zur Stadt in der Hand von Taliban gegeben. Die Widerstand, was kurz in Herat angefangen hat, es wurde nicht unterstützt und wurde zerstört. Dann die Widerstand in Panjshir hat Aufruf gemacht. Dieser Widerstand in Panjshir hat unsere Frauen bemutigt. Die mutigen Frauen, erstmal in Herat, sind auf die Straße gekommen und die haben gesagt, wir wollen unsere Rechte als Menschenrechte und nicht als Frau in der zweiten Klasse. Nach dem Herat, den Frauen in Herat, ist in Kabul wieder eine Demonstration von Frauen gegeben, wo die Taliban mit dem Gewalt diese Demonstration auseinandergenommen hat. Frauen haben die nicht aufgegeben. In der zweiten Tag wieder in Kabul und auf die Straße gelandet. Die haben Verletzung an dem Kopf erlitten. Die sind auseinandergenommen. Dem wurde geschlagen. Danach in Mazar-e-Sharif
wieder Frauen auf die Straße gekommen, haben die demonstriert und die haben gesagt, unsere Rechte ist Menschenrechte. Heute, exakt vor einer Stunde, habe ich die neueste Nachricht aus Kabul bekommen, dass die Frauen in Kabul wieder in mehrere Plätze Demonstrationen organisiert haben. Dem wurde wirklich gewalttätig auseinandergenommen. Die Taliban, die haben Luftschüsse gemacht, dass die Angst zu machen. Und am Ende haben die Frauen festgenommen. Und die Frauen sind jetzt in einem Keller, in einer Bank. Heißt Kabul Bank. Und unter dieser Keller ist Frauen eingesperrt. Nicht unsere Demonstration akzeptieren. Wie sollen wir das akzeptieren, zu sagen, Taliban hat sich verändert. Taliban ist nicht die Taliban von vorher. Taliban hat sich kaum nichts verändert. Die sind diese barbarische Gruppe, das unter dem Namen Islam und Scharia wieder uns einsperren wollen. Wir fordern einfach Weltgemeinschaft. Wir fordern an unsere Deutsche Republik und auch den Bundesrepublik Deutschland. Also die Anforderung ist ganz exakt. Wir können nicht dulden, hier in Berlin, hier in einem demokratischen Stadt und Land, eine Botschaft von einem Barbaren hier zu haben. Das dulden wir nicht. Wir fordern, dass die humanitäre Hilfe sofort nach Möglichkeit vor Ort durch das Rote Kreuz und vor Ort durch den Ärzte ohne Grenze an den Widerstandpunkt kein Schirr geleistet wird. Nicht durch den Taliban. Ihr sollt sicher sein, wenn diese humanitäre Hilfe in der Hand von Taliban landet, dann wisst ihr, in welchem Sinne wird das gebraucht. Vielen Dank, dass ihr mich gehört habt. Wir kämpfen zusammen, weil die Kämpfe für die Rechte der Menschen ist ein Universal und zusammenkämpft, genauso wie der erste Artikel in der Grundgesetz Deutschland auch steht. Vielen Dank und ich bete auf Solidarität, ganze Frauen in ganzem Welt und weltweit. Taliban Azmani, nein zu Taliban. Die internationale Solidarität.